Test. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, wir sind wieder zurück, liebe Freunde. Und es gibt krasse News, es gibt wirklich geile News und ich möchte sie euch mitteilen, bevor ihr es verpasst. Denn Laura und ich, der Podcast Ziemlich Beste Fremde, sind zusammen auf dem SWR-Festival in Mannheim. Das erste Mal komplett live. Also falls ihr uns live sehen wollt, ist das eure Möglichkeit. Ihr könnt Tickets kaufen, es ist aber begrenzt auf, ich weiß nicht genau wie viele Sitzplätze, aber die Tickets werden wahrscheinlich schnell weg sein. Deshalb gönnt euch, und wenn ihr jetzt schon in der Videobeschreibung seid, dort findet ihr auch den Link zu RTL Plus. Dort findet ihr alles an Trash-TV, aber auch First Dates oder perfektes Dinner. Alles, worauf ihr Bock habt, alles, was euer Herz begehrt, könnt ihr dort in der Online-Mediathek gerne nachchecken. Und ich würde sagen, wir schnacken und fackeln nicht lang um den heißen Brei. Gehen direkt rein in die Schweinerei. Ich bin Nadja. Nadja. Ich bin heute hier, weil ich mir hoffe, vielleicht einen Mann zu treffen, der... Stellvertretende Abteilungsleiterin im Einzelhandel. Also... Sie könnte eventuell bei Edeka arbeiten oder auch bei Galeria Kaufhof. Eigentlich scheiße, Galeria gibt es nicht mehr, oder? Es gibt nur noch Karstadt. Naja, auf jeden Fall haben wir heute die Nadja, die ist 44. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was heute wird. Ja, mal ausnahmsweise ehrlich zu mir ist, weil viel erlebt. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche es hier einfach mal. Hoffen wir mal, es klappt. Warum man mich daten sollte, weil ich denke, dass ich ein sehr, sehr lieber Mensch bin. Ich bin mit ganzem Herzen dabei. Ich lebe das Leben und suche einfach nur einen Partner, der mit mir das Leben leben möchte. Partner. Ich sehe was. Hallo. Also wenn ich ehrlich bin, erwarte ich jetzt gar nicht so viel, weil ich möchte einfach nur von meinem Blind Date... er muss schon so im Leben angekommen sein und dass man halt wirklich die Zukunft positiv genießen kann. Ja gut, ne, also jetzt in ihrer Altersklasse mit 44, weiß nicht, wie alt der Mann sein wird, aber da sollte man schon eventuell im Bestfall im Leben angekommen sein, oder nicht? Also, wenn ich mit 44 noch nicht angekommen bin, dann... Ich suche hier noch mein Haar, was hier mir vor den Augen rumhängt. Dann mache ich mir auf jeden Fall Gedanken. Attribute, die einen Mann nett machen für dich? Ehrlichkeit vor allem. Okay. Ehrlichkeit, die fehlt heutzutage ganz extrem. Mhm. Und das macht eigentlich einen Mann aus. Musst du schon erleben, oder? Leider, ja, ja, mhm. Genau. Mhm. Also ich war einmal verheiratet und es ist leider gescheitert, weil häusliche Gewalt ein großes Thema war. Aber ich habe mich da wirklich positiv rausgekämpft und bin jetzt auch dem Leben gegenüber sehr positiv eingestellt und bin einfach nur glücklich und lebe mein Leben. Eine sehr schöne Farbe der Fingernägel, passt auch perfekt zum Grün. Ist harmonisch, ne? Warum machst du es so? Ja, weil mir der Nagel gerade abgebrochen ist, aber kein Mensch hat hier Nagelkleber zur Verfügung. Das schaue ich jetzt aber nach. Ach, danke, Roland, ein Traum. In Rolands Umkleidekabine findet man alles, auch Nagelkleber. Das ist super. Genial. Die Katastrophe, das war ja so ein richtiges Tussi-Problem. Überhaupt nicht peinlich. Hat er echt Nagelkleber gefunden? Klebst du mir jetzt meinen Nagel? Pass auf, den habe ich extra in die Hosentasche gesteckt. Guck mal hier. Hast du jetzt den Nagel aufbewahrt? Ja klar, da musst du jetzt ein bisschen Kleber drauf machen. Dann kannst du mit ihm hier wie ein Puzzleteil, wie früher. Den kannst du mir da. Ich bin hier total aufgeregt. Ey, das darfst du aber jetzt nicht vermasseln, ne? Das ist so random. Du schaffst das. Kleb dich aber nicht selber fest, ne? Sonst haben wir hier ein Problem. Shit, ich bräuchte meine Brille fest. Jetzt machst du den da dran, bitte, genau in das Förmchen. Und jetzt klebt deinen Finger daran fest und wir bleiben für ewig zusammen. Ich versuch das mal zu erklären gleich. Ein Traum. Aber jetzt muss ich schon aufpassen. Die ist aber auch was touchy, ne, beim Roland. Die ist schon so ein bisschen auf Dings. Nee, ich glaube einfach, ich glaube, wenn man First Dates viel guckt oder immer wieder, ich glaube, dann baut man einfach so eine Bindung zu dem Roland auf, weil das ist ja so, der macht dann auf einem so eine Figur halt, so der ist so seine wie heißt das? Ansprechperson so, und wenn man dann selber vor Ort ist, glaube ich, freut man sich auch einfach, den zu sehen, weil das ja auch irgendwie was Besonderes ist. Oh, er hält. Wow. Aufpassen. Oh, wow, danke. Ich mache jetzt nichts mehr mit meinem Daumen, ich mache nur noch so. Genau. Oh, geil. Oh. Also ich bin der Sascha,
und suche die große Liebe. Vielleicht findet ihr bei euch. Vertriebsleiter, 45. Boah, der steht auf jeden Fall mit einem weicher Kern, das kann schon gut sein. Das dauert immer ein bisschen, bis ich dann immer so ein bisschen auftaue. Das ist normal bei mir. Aus dem Bilderbuch würde ich mal sagen, wäre so das klassische Prinzesschen, finde ich natürlich immer schön. Wie man sie sich so vorstellt, lange Haare, hübsches Gesicht, quasi wie so ein kleines Rapunzelchen. Ja, aber das kommt doch ungefähr hin, oder? Also es kommt hin. Sie hat ein hübsches Gesicht, hat lange Haare, halt jetzt nicht diese blonden, obwohl Rapunzel hat. Welche Prinzessin hat diese dunklen Haare gehabt? Ach, ich komme da mal durcheinander, Leute. Ich bin ja schon wieder raus. Märchen, das finde ich ganz schön. Aber ich würde auch ein Dornröschen nehmen mit dunklen Haaren. Also ist überhaupt gar kein Problem. Dornröschen, sage ich doch. Also, wollte ich ja gerade eh sagen. Hallo. Oh, oh. Okay. Hi. Hallo, Roland. Hallo. Ich bin der Sascha. Sascha, magst du mir deinen Mantel geben? Ja, gerne. Also mein allererstes Gefühl, wo der Sascha reinkam, war schon, wo ich gedacht habe, ja, spricht mich total an. Ui. Das könnte passen. Ui. Hallo. Hi. Hallo. Ich bin mal auf, hi. Ja, hi, ich bin der Hallo. Sascha. Nadja. Hi. Hi, schön, dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Ja, mein erstes Gefühl war das... Süß, süße Begrüßung irgendwie. Irgendwie, it's like, you know, it worked out. Also es ist, kommt ganz, ja doch. Die Nadja eine sehr attraktive, gut aussehende Frau ist, nett gelächelt hat und dass da auch so eine Connection schon da war, so ein bisschen. Ah, ein Wein? Ja, genau. Bist du auch Weintrinkerin? Ja, du auch? Ja, ich auch. Richtig. Ja, das ist sehr schön. Möchtest du auch ein Gläschen ja, zum Anstoßen? Ja, gerne, gerne. Was Trockenes? Was Halbtrockenes? Halbtrocken, bitte. Halbtrocken? Halbtrocken. Trinkst du trocken? Nee, ich bin trocken. Trocken. Also eine richtige Weinkennerin. Genau. Also mir ist aufgefallen bei der Nadja, dass er immer ganz gerne so ein bisschen Körperkontakt auch gesucht hat. Dann dachte ich, ach, okay. Sie ist also nicht so scheu oder zurückhaltend. Stimmt, vielleicht ist es auch allgemein so ein bisschen ihr Ding, ne? Dass die gerne hier den ich fass dir an deinen Arm oder ich leg mal kurz meine Hand auf dein Bein. Vibes so. Vielleicht ist es allgemein so ihr so ein bisschen, ne? So kann ja auch sein. Und das fand ich eigentlich schon sehr gut. So, dann lass mal anstoßen, ne? Zum Wohl. Zum Wohl. Auf einen schönen Abend. Genau, danke. Ja, seine Augen waren hell. Genau, also schon das, was ich mir so vorgestellt habe, genau, weil ich mag ja eigentlich keine braunen Augen, also sorry, Roland, aber nee, so heller. Wie? Braune Augen sind halt die langweiligsten, in Anführungsstrichen, ne? Also prozentual, warte mal, ich will das jetzt einmal mit euch gucken. 90% aller Menschen haben braune Augen, der Rest blaue, graue oder grüne. Wobei grün mit einem Anteil von 2% die seltenste Augenfarbe ist. Also 90% der Menschen braun, dann roundabout 8% blaue Augen und 2% grün. Krass, ne? Also braun ist am uninteressantesten, am langweiligsten. Blöd. Hat's mich wohl so erwischt mit meinen hier coolen Augen hier, Mensch. Augen sprechen mich schon sehr an und ich fand ihn auch wirklich sehr sympathisch. Ich hab ja Kinder. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Ja, finde ich schlimm. Zwillinge. Hat ihn schon wieder angefasst. Die ist ja richtig auf Touch. Auf Touchiness. Zwillinge? Ach ja. Super. Mädchen oder Junge? Nee, zwei Jungs, Gott sei Dank. Ach cool. Wie alt? 13. 13? Ja. Das ist doch schon ein gutes Alter. Da kann man viel unternehmen mit. Man kann viel unternehmen, aber natürlich Pubertät lässt grüßen. Ne? Mhm. Aber nee, ist schon gut. Also ich bin froh, dass ich Jungs habe. Ne? Die können mir natürlich auch tatkräftig unter die Arme greifen. Ja klar, auf jeden Fall. Genau. Hast du Kinder? Nee, ich habe nur einen Hund. Ach cool. Ich war auch schon mit Partnerinnen mehrere Jahre zusammen, die auch Kinder haben. Gehabt haben oder haben immer noch. Und das ist also überhaupt kein Problem. Es läuft mega. Es läuft sehr, sehr gut. Oha, die sind ja voll am Viben. Also das ist ja wirklich eine vorwärtslaufende, kreisförmige Bewegung. Ne? So. Blicke treffen sich andauernd und ich will jetzt nicht sagen, ich bin hin und weg, aber mir gefällt er schon sehr. Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 45, ich werde jetzt 46. Okay, gut. Frauen okay. Fragt man ja nicht. Schaust sehr gut aus. Danke, du auch. Dankeschön. Ja, ist so. Wirklich. Ich komme immer so. Ich denke mal, ach, weil ich immer ein bisschen mehr bin als normal. Nein, aber du bist gut so, wie du bist. Ja, mhm. Ach, das. Maus.
Sie gibt ihm richtig dieses Selbstbewusstsein, Mausi. Oh, das hört man sehr gerne. Also ich habe mein Herz schon wirklich auf der Zunge und da spreche ich dann auch wirklich gerne mal Komplimente aus. Das mache ich schon ganz gerne, ja. Schöne Augen. Kann ich nur zurückgeben. Okay. Kann ich nur auch stahlblau, bitte. Nee, grün, aber es macht grün nichts. Grün ist das? Das ist grün, ja. Echt? Aber das sieht mir nicht so aus. Ich hätte jetzt auch blau gesagt. Das ist grün? Also ich finde an Sascha besonders toll, ja, dass er so intensiv auch zugehört hat und dass er wirklich den Augenkontakt die ganze Zeit gehalten hat. Also man war da wirklich sehr vertieft in das Gespräch und das fand ich schon sehr positiv. Also es läuft echt super, das Date, und gerne mehr. Ich wünsche mir mal so einen Partner, mit dem ich beides machen kann. Hm? Ich bin gerne aktiv. Genau, aber auch mal so schön zu Hause. Genau. Ich muss auch nicht jedes Wochenende irgendwas machen oder raus. Einfach mal gemütlich dann am Sofa liegen und Film gucken, das finde ich auch schön. Ja. Verrückt. Sehr gut. Schon unheimlich, ne? Wie das so irgendwie harmoniert, oder? Also irgendwas haben sie richtig gemacht, glaube ich. Verrückt. Ja. Das ist richtig süß, wie die beiden. Also sie ist wirklich eine ehrliche Person, ne? Also sie behält nichts für sich. Sie sagt direkt so, irgendwie komisch, dass das hier alles so gut läuft. Und du bist schön, wie du bist und so. Sie hat echt ihr Herz auf der Zunge. Echt verrückt. Also ich bin auch schon mehr als positiv überrascht. Ich auch, total. Vor kurzem kam ich noch auf den Einfall, habe ich mich zum Malkurs angemeldet an der Volkshochschule. Süß. Ja, also ich habe ganz viele Bilder gemalt jetzt. Cool. Aber eigentlich ohne den Markus, das hätte ich mir schenken können. Geil. Kann ich dir geben, den Malkurs, ne? Also da bin ich ja sehr affin mit Malen und so weiter. Ne? Ich bin ja eigentlich gelernte Grafikdesignerin. Super. Ich mache das ja auch wahnsinnig gerne und ich hätte halt mal gerne so eine ganz große Leinwand, wo man dann so mal komplett so auch mit den Händen einfach so, ne, mit der Farbe drauf oder den Eimer drauf wirft. Das machen wir. Hört sich gut an. Machen wir das? Hört sich sehr gut an. Das hört sich vor allem teuer an. Ne, alle, die schon mal hier so Kunstsachen gemacht haben, ich hatte ja auch meine Ära Ende 2023. Da sieht man nicht, aber da an der anderen Seite des Raumes sind so zwei Bilderrahmen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall unten so einen kleinen Raum, wo ich so, mein Kreativraum, sagen wir mal so. Long story short, was wollte ich denn jetzt sagen? Alle, die Kunst schon mal irgendwie was hier ausgeübt haben, die wissen, wie teuer diese Sachen sind. Farbe und Leinwände und was weiß ich. Also das, was die hier gerade erzählt hat, mäßig eine riesen Leinwand mit Eimer draufschmeißen und so, klingt für mich schon so nach so einem 500-Euro-Projekt. Ich habe ganz viele Farben zu Hause. Perfekt. Das passte eigentlich ganz gut, hatte ich so im Gefühl, auch vom Beinsein. Aber das weiß man natürlich immer erst nachher, wenn man die berüchtigte Frage gestellt bekommt. Und dann schauen wir einfach mal, wie es auf der anderen Seite war. Ja, also gut, man merkt ja jetzt schon, dass die beiden sich wiedersehen werden. Das ist ja überhaupt nicht unangenehm, das Date. Die verstehen sich richtig gut. Die haben ja auf jeden Fall Bock, sich weiter kennenzulernen. Also freue ich mich ja jetzt schon auf den Abspann gleich, liebe Freunde, wenn der Abspann kommt, was aus denen geworden ist. De Paris bietet die Möglichkeit, sich körperlich näher zu kommen. Oh, was nehmen wir denn? Ab in die Fotobox. Gute Frage. Das? Oha. Nein. Oha, schon. Wirklich, nimm die Brille. Wir waren schon sehr auf uns fixiert. Und er war so direkt, oha. Oh, er ist aber auch hot, ne, wenn du das jetzt nimmst. Komm schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott. Oh, das ist so lustig. Süß. Mega. Cool. Was. Ja, geil. Total. Schön. Oh, was war das gerade? War das ein, wollten, also, hä? Schön. Also, wo wir uns da umarmt haben, da war schon irgendein Kribbeln in der Luft. Also fand ich schon, dass das so ein bisschen da gefunkt hat. Ja. Und zum Schluss, als wir uns umarmt haben, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, küsst du sie jetzt oder küsst du sie nicht? Und ich glaube, sie hat dasselbe gedacht.
oder ähnlich vielleicht. Küsst er mich jetzt oder küsst er mich nicht? Ja, das glaube ich auch. Es war gerade irgendwie so, die haben beide so richtig Augenkontakt gehalten, so mäßig. Hey, jetzt haben wir ein Foto gemacht, jetzt sitzen wir hier. Keiner guckt. Nee, so, man kann sich umarmen, Kuss auf die Backe, aber ein erster Kuss beim ersten Date auf keinen Fall. Ja, dann gehen wir mal wieder. Ja. Er guckt doch die ganze Zeit runter auf die Lippen. Seht ihr das? Er guckt immer so hoch, runter Lippen. Da ist ja noch ein bisschen... Das ist ja schön, man hat ja noch ein bisschen Zeit. Genau, das stimmt. Ich habe mich dann nochmal zusammengerissen. Ich dachte mir, heben wir uns vielleicht für ein andermal auf. Ja, besser. Gut gelöst, trinkt mal lieber euren Wein. So, dann kommen wir zum letzten Part eures wundervollen Abends. Jo. Bitte schön. War ich natürlich selbstverständlich. Ist das selbstverständlich? Für mich ist das selbstverständlich. Das ist sehr lieb. Ich finde schon so beim ersten Date, finde ich das sehr höflich, wenn der Mann dann die erste Rechnung übernimmt. Also braucht man gar nicht diskutieren. Okay, dann. Dann sage ich nur danke. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Ich finde süß. Schon, dass es so ein bisschen gekribbelt hat. Süß ja, gelöst. Ja, doch, ja. Ich warte einfach mal ab. Ich habe schon so viel in der Hinsicht erlebt, wo ich auch ein gutes Gefühl hatte. Aber nachher war es dann doch eher so diese freundschaftliche Phase. Ich bin echt neugierig. Einen schönen Abend noch. Jawohl. Ja. Euch auch. Tschüss. Ciao. 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 Das fühlt sich gut an. Ja? Ja. Bevor ihr zusammen durchbrennt, bitte noch ein Statement. Es war sehr schön. Finde ich jedenfalls. Also ich weiß ja nicht, wie du das findest. Ich finde es auch sehr, sehr. War ein sehr, sehr schönes Date. Ja, fand ich auch. Doch. Ja, war sehr unterhaltsam. Und bitte nicht jetzt küssen. Bitte nicht. Bitte nicht. Und sehr, sehr nett, ja. Und sehr, sehr kurzweilig vor allen Dingen. Ja, das stimmt auch wieder. Genau. Ist ausbaufähig. Ich denke oder? Auch, ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß gar nicht. Das würde ich auch so sehen. Ja? Aber ich weiß ja nicht, ob wir noch gefragt werden. Nö. Wir können es ja schon direkt beantworten, oder? Also ich möchte sehr gerne noch mindestens 3 bis 4, 5 Dates. Sag mal so 6, 7, 8 Dates. Hört sich gut an. Oder? Ja. Boah, it's a match, Leute. It's a match. Bin ich ganz bei dir. Bin ich auch für. Nicht sehr gut. Ich auch. Er hat wieder auf die Lippen geguckt. Ich bin einfach nur froh, dass er sie nicht geküsst hat. Ich bin einfach nur froh, dass er sie nicht geküsst hat. Nadja und Sascha hatten ihr zweites Date bei einem romantischen Picknick. Sascha hätte sich über ein weiteres Date gefreut. Nadja fand aber, dass nicht genügend Funken geflogen sind. Oh no. Oh no. Wie schade. Das wollte ich jetzt aber nicht. Das finde ich jetzt aber blöd. Das finde ich jetzt aber richtig doof. Och Mann. Naja, kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern, liebe Freunde. Außer, dass ihr morgen wieder einschalten könnt. Ich lade euch herzlich ein, jeden Tag hier um 14 Uhr zu einem neuen Video einzuschalten und Teil der Family zu sein. Und das war's auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story geht.